Moin Moin und willkommen bei Angezockt, diesmal mit Duskers. Misfit Addicts hatte mir zum Start des Spiels einen Key zukommen lassen. Das hat bei mir zeitlich leider wegen der Zombie-Apokalypse nicht so gepasst. Ich habe es mir jetzt aber am Wochenende mal angeguckt und muss sagen, ich bin relativ positiv angetan von dem Spiel. Ist mal was ganz anderes und wollte es euch deshalb auf jeden Fall als letzten Angezockt-Titel, der in der regelmäßigen Taktung stattfindet, mal zeigen. Duskers dreht sich darum, dass ihr mit einem Raumschiff mehr oder weniger havariert unterwegs seid, also nicht viele Vorräte habt und versucht mit Hilfe von Drohnen aus anderen Raumschiffen quasi, wie soll ich sagen, Vorräte zu bergen. Genau, und ich würde sagen, take the drone operator's training. If this is your first time piloting, would you like to launch the training simulation? Na, das machen wir einfach mal. So, ich habe das zwar schon gemacht, mach's jetzt aber nochmal mit euch zusammen. Und zwar ist das quasi so der Startpunkt, mit dem wir loslegen. Also wir können unsere Drohnen, die ihr hier mit 01 und 02 seht, mit den Pfeiltasten steuern, also entweder drehen, vorwärts oder rückwärts fahren und damit die Gegend erkunden, in der wir uns gerade bewegen. Und hier ist auch die erste Tür. Wir können dann mit der Taste 2 auf die nächste Drohne rüberschalten und die steuern, und mit Space kommen wir in so eine schematische Übersicht. Jetzt seht ihr, da ist noch nicht allzu viel zu sehen. Also haben wir jetzt eine Anleitung, wie wir diese Tür A1 dort öffnen können, indem wir A1 oder Open A1, ich mache mal die kurze Variante, wählen. So, und jetzt können wir mit einer Drohne durch diese Tür durchfahren. Und so wie wir durchkommen, erkennen wir jetzt nach und nach die anderen Sachen, die es hier noch so gibt. Und jetzt sehen wir, okay, wir haben hier ein Power Inlet. Das gibt uns die Möglichkeit, Strom zu erzeugen oder Strom aufzunehmen, damit wir weitere Türen steuern können. Das heißt, wir könnten jetzt hier mit einem Generator, das schreibt er da auch schon, Strom erzeugen. Das hat aber nur die zweite Drohne, also müssen wir die jetzt nehmen. Mit der rüberfahren. Nah ran. Und dann schreiben wir Generator. Der ergänzt das auch immer, wenn er den Befehl halbwegs verstanden hat. So. Und jetzt haben wir eben mit dem Strom die Möglichkeit, weitere Räume zu erkunden und zu öffnen. Das ist quasi das Raumschiff. Wenn ihr jetzt hier mal guckt, ich zeige euch das mal kurz. Hier haben wir quasi mit unserem Schiff angedockt an das andere Schiff und erkunden das jetzt mit den Drohnen. So. Und was wir jetzt schon sehen ist, D4 hier unten ist offen, D2 ist noch zu. Und wir können jetzt eine Drohne in den R3-Raum schicken. Und jetzt sagt er uns das auch, statt jetzt selber zu fahren. Also wir haben natürlich immer die Möglichkeit, das auch per Hand zu machen. Können wir auch einfach sagen, Navigate 1, also Drohne 1, nach R3. Und dann fährt unsere Drohne quasi los und fährt in den Raum R3 rein. So, jetzt können wir natürlich auch noch in den direkten Steuerungsmodus gehen, indem wir wieder die 1 drücken und können mit der Drohne hier rumfahren und gucken, oh, okay, Mensch, hier gibt es einen Fuel Access Point, hier können wir versuchen, Treibstoff einzusammeln. Dafür haben wir das Gather Mod, also das Sammeln Modul oder Upgrade. Und jetzt versuchen wir, okay, wir kriegen eine Jump Cell und wir haben kein normales Fuel gefunden. Okay. Als nächstes können wir jetzt, bevor wir, ich mach mal kurz die Karte auf, in den nächsten Raum gehen, hat diese Drohne hier, mit der wir gerade rumfahren, das Motion Upgrade. Motion ist quasi ein Bewegungsmelder. Wenn wir das auslösen, sehen wir, ob da drin sich was Böses bewegt. Da drin bewegt sich natürlich irgendwas Böses. So. Das ist natürlich nicht so gut, weil wenn wir da jetzt reinfahren, werden wir davon natürlich angegriffen. So, und jetzt sagt er uns schon, als erstes sollen wir mal die Drohne, die wir haben, zurück in den Raum 2 fahren. Das heißt, wir können jetzt einfach bei V sind, sagen, Navigate 1 in R2. So, dann fährt die Drohne schon mal zurück. Als nächstes, was wir dann machen, logischerweise, das wird er uns auch gleich im Manual erklären, ist, wir machen die Tür hinter uns mal zu. So, also als allererstes, Motion. So, jetzt sehen wir, was passiert, solange wir die Drohne nicht bewegen. Jetzt machen wir die Tür D4 zu und machen logischerweise die D5-Tür auf, in der Hoffnung, dass jetzt das Böse sich rüber bewegt nach R3. Und dann können wir die D5-Tür wieder schließen. Zack, und jetzt haben wir einen freien Zugang. So, das heißt, wir können jetzt D2 aufmachen und können sagen, Navigate all R4, weil wir faul sind. Und jetzt fahren die
Drohnen quasi dadurch. Ja, das war jetzt natürlich nicht so richtig smart. Nach R2. Also wir fahren jetzt die zweite Drohne wieder zurück. Wir brauchen ja noch den Strom drüben. So. Und jetzt gucken wir mal. Wir wollen zur Zweierdrohne. Und die soll Generator sein. So. Jetzt können wir wiederum gucken mit dem Motion Sensor. Solange wir uns nicht bewegen, funktioniert ja, ob der Raum R5 frei ist. Okay, ist frei. Das heißt, wir können jetzt mit D3 die Tür aufmachen und uns den nächsten Raum schnappen, um zu gucken, was wir da so finden. Und da finden wir eine kaputte Drohne. Und er sagt uns auch schon, wir können jetzt das Swap-Kommando benutzen. Mit dem können wir uns quasi hier... Drops a low, which attracts nearby organic threats. Also ein Lockstoff, oder wie man es auch nennen will, oder eine Attrappe. Die haben wir uns jetzt ausgebaut und bei uns eingebaut. So, und jetzt können wir alle zurückbohren, indem wir einfach sagen, Navigate all R1. So. Und damit fahren unsere Drohnen jetzt quasi zurück zum Ausgangspunkt, von dem wir gestartet sind. Und dann können wir die Tür dazu machen und abdocken. Und das war's. Und dann haben wir dieses Schiff geplündert. Das ist einfach nur das Drone Operator Manual. Da wird euch auch nochmal gesagt, mit Help könnt ihr das alles jederzeit wieder aufrufen. Und das war's dann auch schon. Und ich würde sagen, wir springen jetzt mal direkt in das Spiel rein, um auf dem Wissen, was wir jetzt angesammelt haben, aufzubauen. Ich finde die Kombination aus, man kann selber fahren und kann das steuern, finde ich relativ cool. Erinnert mich ein bisschen wieder an so Hacknet und sowas, wo man mit Kommandos arbeitet. So, und unser Raumschiff wird im Prinzip hochgefahren oder macht einen, einen System-Selbstcheck. Wir haben passive Kontrollsysteme, Navigation, Engineering, funktioniert alles. Systemdiagnostik an sich hat ein Problem. Wir haben noch Fuel für 6 Tage bei der Crew-Size von einem. Und wir werfen jetzt mal die Emergency Distress Sequence an. Das heißt, wir senden ein Notsignal, damit wir Hilfe bekommen. Und wir haben 4 Schiffe dabei entdeckt, leider aber keine einzige Antwort bekommen. Und uns wird jetzt empfohlen, manuell Kontakt mit diesen Raumschiffen herzustellen und die notwendigen Ressourcen zusammenzubekommen, um weiterreisen zu können. Okay. Und damit werden wir jetzt Transfer Classified Access. External Modified Lock Detected. Would you like to read? Na, dann gucken wir doch mal rein. Also, unsere Primärobjekte sind Aufklärungsdaten, Logs von verlassenen Raumschiffen zu sammeln, die Ressourcen zu sammeln, die notwendig sind fürs Überleben und natürlich auch nach Überlebenden zu suchen. Wenn wir irgendwas nicht erreichen können, ist die empfohlene Aktion einen Reset zu initialisieren. Okay, gut. Ich würde sagen, wir sind hier mal im ersten Sonnensystem, in dem wir so rumstachseln können. Huch. Nicht zu viel auf Knöpfe drücken. So, und wir haben hier ein paar Raumschiffe. Ich glaube, wir sind hier am ersten auch gleich dran. Also das Blaue müsste unseres sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das Grüne sind quasi die Raumschiffe, die hier so in der Gegend unterwegs sind. Wo wir jetzt mal gucken können. Infestation Types 1. Age 18 Jahre. Okay, 20 Jahre. 21 Jahre. Und hier, das hier nebenan, ist auch 26 Jahre. Und keine Infestation. Ich würde sagen, wir fangen da einfach mal an. Also wir haben jetzt im Prinzip Scrap Metal 2 von 50. Daraus können wir bestimmt Sachen bauen. Soweit bin ich auch noch nicht. Ich habe es erstmal angefangen zu sammeln gehabt. Und jetzt ist halt ein neues Spiel. Propulsion haben wir 6 von 6, das sollte erstmal auch nicht reichen. Und wir haben 2 Jumps treibstoffmäßig drauf. Und ich würde sagen, wir starten mal. Wir haben 3 Drohnen zur Verfügung am Anfang. Eine 4. könnten wir wohl theoretisch noch haben erstmal, ansonsten haben wir keinen Platz mehr. Und die haben alle unterschiedliche Fähigkeiten und jetzt würde ich sagen, legen wir mit denen einfach mal los und plündern unser erstes Schiff. Also, die Archive, die drauf sind, sind alle korrupt. Scheint ein Spionageschiff zu sein. Okay, okay. Und es ist classified, was das im Cargo Hold hatte. Das könnte doch spannend werden, muss ich sagen. So, wir starten jetzt, wie gehabt, natürlich wieder in dieser Übersicht. Machen die erste Tür auf. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal mit der ersten Tür los. Und gucken mal, was hier so zu finden ist. Ja, wie soll ich sagen? Das hat irgendwie was sehr Lustiges. Wir haben da auch schon unseren ersten Scrap gefunden.
Wirkt im ersten Moment grafisch erstmal, denkt man so, ja Gott, was ist das denn jetzt? Aber eigentlich ist es ganz cool, weil es ist quasi das, was uns die Drohnen übertragen an Sichtfeld. Das sind halt ihre Scanner-Systeme. Und die sind halt nicht so toll, ne? Und jede Drohne hat halt auch so ihre Fähigkeiten. Und dadurch hat man natürlich, muss man natürlich sich jetzt auch ein bisschen überlegen, in welcher Reihenfolge man was tut. So, Strom haben wir. Das heißt, wir haben jetzt Zugang zu insgesamt 3 Räumen. Jetzt machen wir mal den Motion Detector an. Theoretisch sollte hier alles safe sein. Das sieht auch ganz gut aus. Weil er sagte, er treads 0. Also glauben wir das mal. Ich fahre jetzt mal als erstes hier rüber. Eine kaputte Drohne. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt gucken wir mal hier. Was anderes finden erstmal in dem Raum. Nö. So, der sagt, wir sollen das Command Info benutzen. So, Drone, use swap to exchange upgrades. Cannot use tow. Okay, ein Interface. Interface with nearby power terminals. Okay, da kann man wohl an Terminals dann ran. Also so ein kleiner Datenstecker. Ist ja schon nicht schlecht. Okay, und dann gucken wir jetzt nochmal, ob hier auch alles sauber ist. Auch der Raum ist sauber. Sehr schön, dann können wir jetzt mal relativ entspannt hier in der Gegend rumcruisen. Ich fahre einfach weiter. Bildverschiebung, leichte Bildverschiebung. Okay, hier gibt es Scrap Metal. Fuel Access Point. Yay. Mal gucken, ob wir ein bisschen Treibstoff finden können. Okay, nichts gefunden. Schade eigentlich. Und dann lassen wir ihn noch mit Gay for All. Können wir ihn quasi sämtliche Scrap einsammeln lassen, der hier so ist. Mit D5 schon die Tür aufmachen, weil wir wissen ja, dass da nichts Schlimmes ist. Laut unserem Motion-Sensor. Nochmal Scrap. Das war's dann. Okay. Die Tür da oben. Nee, Motion wollen wir nicht. Wir wollten das da. Also D3 auf und dann sagen wir Navigate und nach R1. So. Dann fahren alle Drohnen wieder zurück und sowas könnt ihr euch auch immer so im Normalbildschirm angucken. Also die fahren dann ja tatsächlich in der Gegend rum. So, gut, dann sind wir mit dem Schiff auch schon durch, würde ich sagen. Also erstes Schiff geplündert, dabei ist nichts Schlimmes passiert. Und im Prinzip ist das ganze Spiel so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, rätselmäßig. Also rätselmäßig trifft es vielleicht auch nicht ganz. Habt ihr früher mal so Sokoban oder sowas gespielt? Also so Spiele, wo man sich halt überlegen muss, in welcher Reihenfolge man sich bewegt und so weiter und so fort. Distance 2. Ja, ich würde sagen, nehmen wir erstmal das da, ne? Scrap Capacity. Der ist auf jeden Fall infiziert, aber wir fliegen da jetzt mal hin. Zack, und versuchen nochmal an Bord zu gehen. Also daran erinnert mich das Spiel und es macht echt Bock, sich durch die Sachen hier so durchzutüdeln. Ah, wir haben jetzt sogar zwei Drohnen mit Interface, das ist ja gar nicht schlecht. Vielleicht, ich gucke mal, ob ich das jetzt hinbekomme. Change Loadout. Zack, so das raus. Jawohl, und ob wir jetzt hier nicht noch den Interface mit reinbauen. Wir müssen nicht auf eine Drohne alles draufpacken. So. Enter und los geht's. So, wir haben eine schlafende Drohne in R2 gefunden. Eine Infestation. Die Hülle ist stabil. Name des Schiffs ist Hawkmoon. Klasse ist wohl ein Salvage Ship. Repairs and Maintenance. Im Hold sind Heavy Metals, also im Frachtraum. Und wir haben wieder mal keine Archivaufzeichnungen gefunden. Also da hinten gibt es lecker Sachen zu holen. Jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken. So, und jetzt kommt nämlich das große Problem. Das erste Ding ist immer so ein bisschen blind. Ah, nee, ist es in dem Fall gar nicht. Okay, also der erste Raum ist frei. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir legen jetzt los und fahren erst rüber. Oft ist im ersten Raum halt nicht so viel zu erkennen, sondern man hat halt irgendwie nur eine gelbe Anzeige. Das ist dann nicht so gut. So, wir suchen jetzt mal ganz schnell, ob wir hier einen Stromanschluss finden. Finden wir. Sehr gut. Dann kommt die nächste Drohne. Auf geht's. Also Strom an. Und ich würde sagen, das allererste, was wir jetzt mal machen, ist hier die D10-Tür zu, damit keine bösen Überraschungen kommen.
So. Dann können wir hier drin nämlich schon rumcruisen und gucken, was es so gibt. Aber es scheint sonst nichts weiter zu sein. Okay, dann holen wir uns mal ein bisschen Scrap Metal. Besser als brauchen. Und dann wird gescannt. Also wir haben im mittleren Raum haben wir auf jeden Fall ein Problem. Da wollen wir dann aber auch quasi als letztes rein. Würde ich jetzt zumindest mal vorschlagen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich würde mir als erstes mal den Raum R4 hier unten angucken, weil die Tür können wir eh nicht kontrollieren. Das heißt, wir machen mal D10 auf. R8 ist zu. Hier ist ein neuer Generator. Okay, das heißt, das wird unsere Stelle werden, wo wir wahrscheinlich noch weiter nach hinten können. Das heißt, den Raum hier sollten wir nicht mit Bösewichten überfluten, weil wir hier theoretisch weiterkommen. Aber jetzt fahren wir erstmal nach oben. Eine Kiste. Und gucken mal, dass wir hier oben weitermachen. Also hier war es ja sauber. Das heißt, wir dürfen uns keine allzu großen Überraschungen erwarten. Na, guck mal. Das ist doch schön. Ein Fuel Access Point. Das gucken wir auch nochmal. Ein Tag Propulsion acquired. Das ist doch schon mal schön. So. Motion Scanning. Also der Raum dahinter scheint sauber zu sein. Sehr schön. Das heißt, wir gucken noch mal rein, was es hier so gibt. Wir können auch umdocken, das geht auch. Also wir haben jetzt eine zweite Dockschleuse gefunden. Wir könnten jetzt unser Mutterschiff quasi hier rüber beordern, um da anzudocken. Macht aber jetzt erstmal nicht so riesig viel. Okay, die Tür ist quasi versperrt. Macht das ja alles gar nicht so viel Sinn. So, wir wollen jetzt natürlich irgendwie zu Holly rein. Holly steht da zumindest auf der Ebene drauf. Das heißt, das erste, was wir machen, ist D3 zu. So, die schlimme Sache ist. Dann fahren wir hier raus. Steht da drin. D4 ist zu. So, dann machen wir unseren Motion-Sensor an. Jetzt gucken wir mal, wenn wir D5 aufmachen, da waren wir jetzt drin, dann müsste unsere Bedrohung quasi nach draußen gehen, früher oder später. Ja, dafür hat sie sich begeistern lassen, das ist doch schön. So, und jetzt können wir nach D9 rein. So, ha! Also das ist jetzt natürlich noch die ersten Level, das ist jetzt alles noch relativ einfach, das wird später ein bisschen sportlicher. Okay, hier gibt's Holly und gibt's noch irgendwas? Irgendwas ist unter Holly noch drunter. So. Info. Drone Holly, use Toad to salvage back to the use swap to exchange upgrade parts. Na, wir wollen die natürlich abschleppen. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Navigate Drohne Nummer 3 nach R2. So, die Drohne Nummer 3 kann nämlich, hier oben kann man das sehen, Jill hat Tow, also abschleppen. Und damit können wir jetzt dann Holly abschleppen, hoffe ich. Oh. Und los geht's. Das müssen wir jetzt natürlich nicht von Hand machen. Navigate 3 nach R1. So. Wir können uns hier mal um das Scrap Metal noch kümmern. Machen wir sicherheitshalber Gate Hall, aber das soll es gewesen sein. Okay, und dann können wir eigentlich alle in den ersten Raum zurück. Müssten sich unsere Drohnen alle zurückziehen. Das sieht gut aus. Und dann können wir dieses Level als beendet erklären. Und haben es dann hoffentlich geschafft. Ja, oder halt auch nicht, weil wir einen riesen Stau vor uns haben. So. So. Sind wir alle drin? Ordnung muss sein, ne? Ordnung muss auf jeden Fall sein. Ja, sehr cool gemacht, finde ich. Also, mir macht das unheimlich viel Spaß, hier die Sachen mit mir zu tun. So, Tor wieder ausmachen. Und dann muss das gewesen sein mit unserem Level. Wir haben das eigentlich soweit geschafft.
Scraps haben wir ziemlich viele. Drone added to fleet. Holly. Und Holly hat Speed Boost 1. Was auch immer uns das bringt, aber wir haben Speed Boost 1. Ich würde sagen, ein Schiff gönnen wir uns mal noch. Infestation 1 und Infestation Typ 1. Barge B. Government C. Das hier hat eine höhere Scrap-Kapazität, das heißt, wir fliegen da auf jeden Fall mal hin. Und versuchen uns mal im Boarding. Okay, Holly müssen wir wahrscheinlich erstmal irgendwie reparieren, das muss ich mir nochmal angucken. Wahrscheinlich mit Scrap, wenn ich mal raten müsste. Das heißt, wir bleiben jetzt erstmal bei unseren drei Drohnen, die wir haben. Was gibt's hier? Select Configure, Select Drones, Swap Drones. Ne. Wir bleiben dabei, dass wir jetzt erstmal mit denen boarden gehen. Und jetzt gucken wir mal, was hier für eine Konstruktion auf uns wartet. Noch weitere Drohne noch gefunden in R2. Okay, Hüllendigität ist gut. Name ist die Z. Ein Diplomatenschiff war das mal. Okay. Wieder keine Kommunikation, das heißt, wir gehen rein. So, als allererstes gucken wir mal. Das sieht gut aus. Das heißt, Colin fährt als erstes vor. Verrückt, verrückt, ein Generator. Okay, also ihr merkt schon, ne, es hat immer so einen gewissen Aufbau der Geschichten, wie das hier funktioniert. Das oh, ein Interface-Terminal. Gudi, ich würde sagen, wir holen uns mal als erstes Strom. Hier Türen auch schließen können. So, was ist das für eine Tür? D11. Mal ganz schnell zu. Dann sind wir hier erstmal abgeschirmt und jetzt gucken wir mal, was hier passiert. Interface. Ach nee, das konnte er nicht. Das konnte aber die Nummer 3. Interface nehmen wir mal. Activates, deactivates, powered ship defenses. Hoops. Scans nearby rooms. Okay, wir fangen mal an mit Ship Scan. New items found in R5. Okay, da ist scheinbar ein Verteidigungsturm drin. Das ist ja nicht so gut. Das heißt, wir machen die Defense mal aus. Oh, da war tatsächlich was drin. Jetzt nicht mehr. Hahaha. Defenses deactivated. Okay, das beruhigt mich ein bisschen. Gut, wo fahren wir als erstes hin? Schauen wir mal, ne? Oh, wir wissen nicht so direkt, was oben ist. Das heißt, nach R2 fahren wir erstmal nicht direkt. Ich würde sagen, wir fangen mal mit R4 an. Nix. Ja, aber die 3 ist sauber. Dahin mal weiter. Hier gibt es wieder Strom für irgendwas. Zum Beispiel für diese Tür da hinten. So. Wir hatten ja schon geguckt. Also hier war ja eigentlich auch Friede auf Erden gewesen. Ja. Okay. Dann können wir den großen Raum weiter. Scrap. Grab all things. Briefe all. So. Wenn der hier sammelt, können wir mal gucken. Also. Können wir mit dem Turm noch irgendwas anfangen? Die vielleicht irgendwie demontieren oder so? Okay, können wir nicht. Gut, dann einmal den Motion Scanner wieder an. Hinten ist es sauber. So, bevor wir jetzt irgendwelche großen Stunts machen, um unten in die D9-Tür zu aktivieren, würde ich sagen, wir fahren erstmal durch die D2-Tür. Vielleicht hat sich das ja dann schon vom Schema her. Oh, ist so gut. Aber warte mal, ich hatte die. Oh. Oh oh. Ausgeschaltet. Schnell weg. Puh. Wieso hat er das dann angezeigt? Wieso hat er das dann als sicher angezeigt? Gitti, gitti, gitti. Das war nicht so gut.
Okay, das heißt, wir können uns schon mal ziemlich sicher sein, dass der jetzt hier in R5 eingesperrt ist. Das heißt, wir müssten hinten in den Raum. Ah, jetzt wird er angezeigt. Also scheint er erst rot zu werden, wenn er aktiv wird, oder habe ich vergessen zu scannen? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Okay, da haben wir jetzt zu. Autschi, autschi. Das hat mich ziemlich kaputt gemacht. Na gut, dann machen wir mal die Stromerzeugungsmaschine runter. Ja, wir müssen ja dann unten lang. Hilft ja alles nichts. Ob es uns jetzt gefällt oder nicht. Was hier? Refuel. Okay, A for all. Sehr schön, eine Jump Cell haben wir auch bekommen. So, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich meine Colin-Drohne nicht kaputt mache hier. Okay, also da scheint es prinzipiell oben auch kommen zu sein. Wir sammeln den restlichen Scrap-Kram ein. So, und jetzt kommt wieder das Problemchen, dass er sich dazu nicht so ganz klar äußern will, ne? Ich glaube, ich riskiere mal einen Blick. Der Jill-Drohne. Der Jeremy. Was hat er denn, der Jeremy? Der ist kaputt. Okay, schade. Aber wir können Swap machen. Ein Sensor. Scan the room for threats. Drop the probe, which will explore rooms. Alles schön. Nehmen jetzt mal. Was ist da? Das ist gut. Warum ist das gelb? Ich nehme erstmal das da. So, dann können wir noch mit einer anderen Probe hier herfahren. Können wir das einpacken. Dann haben wir es eigentlich, ne? Dann haben wir es eigentlich. In der Mitte brauchen wir nicht nochmal reingucken. Das kann ich immer einfach mal mit. Man weiß ja nicht, wofür man es überhaupt braucht. Ja, und theoretisch müssten jetzt eigentlich alle zurückfahren können. Sagt die Theorie. Räume sind frei, Wege sind frei. Es gibt keinen Grund, warum es nicht funktionieren sollte. So, damit haben wir unser zweites Schiff geplündert erfolgreich, also mehr oder weniger erfolgreich. Und ich werde mir jetzt gleich mal angucken müssen, wie ich Colin repariert bekomme. Ich hoffe, dass wir das auf unserem Schiff irgendwie machen können mit dem Scrap. Und dann ist diese Folge von Angezockt auch schon wieder vorbei. Ja, ich hoffe, dass das Spiel auch für euch ein bisschen interessant ist. Kann es euch ansonsten nur empfehlen, es einfach mal auszuprobieren. Und ich muss jetzt mal gucken. Drone Config. Geht das hier irgendwo? Swap Drone, Rename Drone. Ich würde diese Drohne gerne reparieren. Rename, Swap, Quick Swap, Select. Nee, ich würde gerne. Das ist es nicht. Zack, Ship Configs. Ist hier? Nö, nicht wirklich. Install from Inventory, okay. Nee, da muss es noch was anderes geben. Modifications. Ah, guck mal. Colin, Repair Full. Das kostet uns 9 Scrap.
Wir haben momentan 19. Okay, den reparieren wir mal. Jawohl. So, Holly lassen wir erstmal so, wie sie ist, würde ich sagen. Also hier können wir fröhlich rummodifizieren. Oh. At 25 Sensor, Magnetic Clamp. Was macht das? Item in room to prevent being pulled outside of the ship. Okay. Nett, aber... Okay, hier können wir verschiedene Upgrades dann auch noch bauen. Und für unser Schiff gibt's Repair Ship Upgrade Slot. Okay, geht im Moment nicht. Sehr schön. Das heißt, wir würden jetzt einfach nur Colin erstmal reparieren. Was auch völlig okay ist. So, da ist Colin wieder fit und ich gehe jetzt noch ein bisschen Schiffe entdecken hier in diesem Sektor, bevor ich mich auf den Weg zum nächsten mache. Und lasse euch einfach mal auch Zeit, das Spiel ein bisschen anzugucken. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.